Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es eine Morgenroutine. Wochenendedition. Heute ist zum Montag, aber ich habe frei. Und ja, ich nehme euch jetzt mal mit. Guten Morgen, kleine Zwiebel. Hier bin ich. Hast du gut geschlafen? So, ich sehe echt ein bisschen zerstört aus, aber so ist es. Ja, ich wollte noch dazu sagen, Karl hatte nämlich vorher schon mal einmal gerufen. Also ich bin nicht rübergegangen und habe ihn irgendwie so geweckt oder so. Er hatte einmal kurz gerufen. Davon werde ich am Wochenende auch wach, für gewöhnlich. Oder ich werde einfach so wach, weil die Vögel zu laut sind oder sowas. Genau, und jetzt sind wir wieder im Bett hier und haben es uns gemütlich gemacht, weil meistens stehen wir nicht direkt auf. Ich soll euch noch von Karl den Langhals-Dino zeigen. Und jetzt hat er gesagt, er geht sich jetzt anziehen. Also der Karl, nicht der Dino. Wir machen es oft so, dass wir aufstehen, wenn er sich angezogen hat. Also seine Sachen legen wir ihn am Vorabend raus. Die liegen dann neben seinem Bett auf so einem Hocker. Und dann, wenn er möchte, dass wir aufstehen, dann sagen wir, zieh dich an, damit er soweit fertig ist, und dann stehen wir auch auf und ziehen uns ganz schnell an und dann geht's weiter sozusagen. Und Tim ist im Übrigen auf Arbeit, der ist heute früh schon sehr zeitig weggefahren. Aber ja, genau, so läuft es ab. Deswegen gehst du dich jetzt anziehen. Ja. Alles klar, sehen wir uns gleich wieder, ne? Mhm. Da hat sich jemand angezogen. Steht ein bisschen nah dran, das könnte ich Ihnen komplett zeigen. Ich habe gesagt, das ist meine Fließjacke, Mami. Mhm. Ist das auch meine Fließjacke? Schicke Socken, aber die sind ein bisschen schief. Guck mal, hier muss die Ferse rein in dieses Löchlein. Weißt du, was ich meine? Da muss ich jetzt wohl auch gleich aufstehen, oder? Ja. So, Outfit steht. Und jetzt geht's noch an die Haare, weil, also, ne? Cool. Wow, da fehlt ein Rad, oder? So, Haare sind auch fertig. Nichts Großes, einfach nur geglättet. Ich hatte die letzten Tage meine Frisur. Da hatte ich hier so kleine, zwei kleine Dutz, aber meine Haare lassen sich gerade doch noch ganz gut glätten. Die haben manchmal so Phasen, wo sie das nicht wollen. Da muss ich die dann hochmachen. Genau, jetzt geht's ans Frühstück machen. Okay, erstmal Ordnung machen. Also so schlimm ist es nicht, aber es ist auch nicht aufgeräumt. So, also erstmal Brot und Getränk ist da, und wenn jetzt jemand noch irgendwas anderes essen will, dann holen wir das später noch dazu. Wenn Karl und ich alleine sind, dann schmier ich die Brote schon in der Küche und trage nicht alles an Brotbelag hierher. Und ja, dann werden wir jetzt frühstücken. Somit erkläre ich die Morgenroutine für beendet, weil ja,
Danach ist, glaube ich, nicht mehr morgen. Danach darf ich mich hier an die ganze Wäsche begeben und hier hinten ist noch ein bisschen Ordnung zu machen. Also wir haben auf jeden Fall noch genug zu tun. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Das war jetzt auch wieder so ein ganz kurzes. Meine letzte Morgenroutine verlinke ich. Ich habe nämlich in der alten Wohnung mal eine gedreht. Bin selber sehr gespannt. Ich werde mir die jetzt vorm Schnitt mal angucken. Um dann auch selber zu sehen, so was die Unterschiede sind. Ich meine, andere Wohnung. Und ich weiß auch nicht, an welchem Wochentag das da war. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.